Mann, Mann. Okay, da sind jetzt nur größere Ratten. Okay. Mit Sumpfratten habe ich jetzt kein großes Problem. Da kriegen wir auch noch ein bisschen Fleisch. Also wenn es nur Ratten sind, habe ich damit kein Problem. Ey, wie unfair das jetzt wäre, wenn jetzt hier diese blöde Wolfskirche wäre, dann würde ich mich so aufregen. Aber okay, ist ja nicht der Fall. In dem Fall gehen wir ganz normal weiter. Wenn jemand sagt, die hintere Mine, ist es nicht die da, weil das ist dann die vordere, oder was? Huch. Oh, verdammt. Ja, sehr schlau. Hä? Ach, sind doch sowieso schon tot. Warum haben die gerade eben noch geknurrt? Oder haben die Eingeweide nachgelassen und dann, kam der letzte Schiss oder was? Keine Ahnung. Oder sollen wir da doch rein? Eigentlich, gut, wenn es die vordere Mine ist, dann nicht. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwo hinten noch was finden. Wir killen alles. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Verdammt, warum habe ich ihn nicht gesehen? Oh Mann, Alligatoren. Schwache Alligatoren. Wohlgemerkt. Die sind nur groß, nicht stark. Na los! Ich komme mir verarscht vor. Vor allem können wir jetzt die Pfeile nicht mehr aufsammeln, oder? Nee, ah, was ein Kack. Egal. Wir müssten eigentlich auch Schaden kriegen, wenn wir gegen Kakteen rennen, oder? Ich meine einfach so. Ach, wir laufen durch. Ach so, klar. Oh. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Natürlich ist da noch was zu holen. Gib nicht auf, Junge. Gib nicht auf, da gibt's was zu holen. Stift und Kackratte. Okay, da oben ist. Sind noch Warane, oder? Sehe ich das richtig? Ist nur einer? Zumindest bewegt sich nur einer. Oh, eine Weidenbeere. Eine Weidenbeere. Ah, sind zwei, alles klar. Und sehe mich auch direkt alle beide. Gut, der eine. Hallo. Können wir einfach drauf, weil Warane sind ziemlich schnell und. Schwach. Egal. War nur ein Glückstreffer. Okay, die sind wirklich schlecht. Oder ist auch noch ein Glückstreffer? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Naja, okay, gut. Was haben wir jetzt hier für Gegner? Oh, toll. Ist nur eine? Ja, oder? Hallo, ausrauben. Ja, ein Kopf. Okay, das wird nicht die hintere Mine sein, oder? Aber ich will mich da trotzdem mal umschauen, da hinten. Boah, das Ding hätte ich fast übersehen. Da hinten sind sogar noch mehr davon. Da vorne ist ein Alligator. Ich hoffe, das sind keine Orks. Aber die sollten eigentlich alle schon dezimiert sein. Hoffe ich doch.
dabei noch was mitgehen lassen. Komm jetzt. Scheiß Brigade, Mann. Geht doch. Sind da jetzt Ochse oder sind da keine? Nö. Aber Wolfsfälle, seht ihr, hat noch sehr lange was mitgehen lassen. Die Varane haben uns auch noch nicht gesehen. Gut. Hier können wir ja auch schön was mitgehen lassen. Ist da noch was drin oder ist das schon leer? Nö, da ist was drin. Schön. Alles klar. Verdammt. Ah. So. Oh, ein bisschen Geld und ein paar Fische. Jetzt würde ich nur gerne eins wissen. Brauchen wir jetzt wirklich einen Totenschädel für diese bekloppte Wanze oder wie ist das? Oh Gott, das sind ja überall Varan und Alligatoren. Ist das hier ein Riesenterrarium oder worin befinde ich mich gerade? Oh, er halt. Boah. Haben wir gut hinbekommen jetzt. Oh, da hätten sie noch mehr. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich sein muss, also ich glaube, die töten uns jetzt nicht unbedingt. Nur wenn wir uns ganz ungeschickt verhalten, aber sonst. So wie ich gerade. Naja, hat trotzdem geklappt. So, jetzt in die andere Hütte, beziehungsweise. Da erstmal die anderen Varane töten. Ist da was drin? Ach ja, ein bisschen was. Ist doch der da. Komm doch. Seht ihr, es hat sich gelohnt. Sollen wir da oben rein? Nee. Vielleicht irgendwann später. So, was haben wir hier noch? Ein paar Fälle. Gut, die können wir auch bestimmt verscheffeln für ein bisschen Geld. Oh, hier haben wir schon was Sinnvolleres. Erstmal eine leichte Ork-Axt. Ach, was war denn hier? Also hier haben sie, glaube ich, weniger Holz gehackt, sondern eher mehr Menschenköpfe. Ein kugeliger Fisch, da ist immer was drin. Selbst wenn man das Spiel nicht kennt, das klingt schon so. Wo ist er denn da? Ja, oder ein Herzbrocken. Ich sehe gerade, wir haben ja gar keinen Mana mehr. Wir können im Notfall gar nicht mehr abhauen. Das ist schlecht. Mir fällt auch gerade so ein, hier gibt es ja auch in der Umgebung niemand, bei dem wir das groß lernen können, oder? Und wir können ja auch hier pennen, schnell kommen bis Mittag. Das ist ja mal wenigstens wieder Ding. Hier, wie heißt's? Mana. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, wir können gar kein Mana lernen. Bei niemandem, wir sind ja nur bei Piraten. Hier ist ja sonst niemand großartig, oder? Magier gibt's ja kaum, oder? Kaum, außerdem können wir da sowieso nicht hin, wo die sind. Also wir finden irgendwo halt einen Durchgang. Und die müssen auch noch da sein. Wo ist denn jetzt diese hintere Mine? Also davon ist die Dinge und dann. Die da oben, glaube ich, nicht. Über die Brücke, das ist nämlich, glaube ich, gar keine Mine, oder? Oder ist das eine Mine? Nee, das ist ja. Das ist ja dieses große. Naja, wie soll ich das also, wie soll ich sagen? Oh, frei. Ganz dumme Idee. Mann! Komm, nein! Ich meine, nichts da, zu holen. Ja, da ist nichts zu holen. Ja. Da, wo die Banditen waren, das war ja eher. Ach, das ist sogar ein vierter. Da, wo die Banditen waren, das war ja eher so eine riesige. Sogar keine Mine, sondern eher noch eine kaum erforschte Höhle. Genau da hinten ist die. Hintere Mine. Stimmt, genau da hinten ist er, ja. Davor sind noch 10 Millionen Gegner. Naja, oder 3.
Und da unten sind noch ein paar Heilpflanzen, die werden wir auf jeden Fall mitgehen lassen oder beziehungsweise mitnehmen, weil wir vermisst die denn schon. Los! Brav! Was? Die fressen Gras? Ich hätte gerne uns mal einen Fleischfresser. Ja, können auch Allesfresser sein. Jetzt komm. Verdammt, der nimmt nur sein Kumpel mit. Der kämpft nur zusammen und deshalb stirbt er auch zusammen mit seinem besten Freund. Ach, wie nett. Echt klasse. Naja, gut. Ein bisschen Heilpflanzen und Heilkraut. Was hier? Oh, eine Spruchrolle und ein Lederbeutel. Alles klar. Gut, was ist denn in dem Lederbeutel drin? Höchstwahrscheinlich etwas Geld. Nehme ich an, ja. 25 ist jetzt nicht die Welt, aber etwas Geld. War der schwach. Okay. Gut. Ah. Alligatoren. 3 Stück. Gut, die will ich nicht alle auf einmal auf mich hetzen jetzt, deswegen machen wir das einzeln, oder? Oh, wie groß der Kopf ist. Der ist fast so groß wie mein Typ. Naja, fast. Aber die sind ja auch in echt nicht wirklich klein. So unrealistisch ist das Spiel jetzt von den Größen her eigentlich nicht. Außer vielleicht, dass Fangheuschrecken in Wirklichkeit vielleicht ein bisschen kleiner sind. Also, oder eher gesagt, Heuschrecken sind normalerweise keine 3 Meter groß. Okay, 3 sind es jetzt nicht, aber ich meine so 1,50 Meter hoch, 1 Meter breit. 1,50 Meter lang, das ist ja normalerweise nicht so. Oder sind die ungefähr so groß? Keine Ahnung, habe ich jetzt mal so geschätzt. Noch ein Lederbeutel. Ist eigentlich total Wurst, ob wir... Nee, eben nicht. Wenn man die Lederbeutel verkauft, ist es ja nur ein Viertel von dem Wert. Das wäre dann ein Viertel von 25, halt, weiß ich. 6,25 Gold, ja. Und wenn man es öffnet, hat man komplette 25. Und ist da drin beleuchtet? Ach, das ist ja schön. Da gehe ich sogar gern hier rein. Oh, noch ein Trank. Und ein Kackvieh. Na, wie geht's? Ja, zum Sterben schön. Finde ich auch. Da ist nichts zu holen. Verdammt, nichts zu holen. So, da hinten treiben sich noch mehr rum. Okay, gut. Mit Minecrawlern. Mach ich mir jetzt eigentlich weniger Sorgen. Was haben wir hier? Ja, klar. Willst du mich verarschen? Jetzt haben wir... Nee, oder? Das kann doch nicht... Nee. Willst du mich ver... Jetzt bin ich sauer. Hätten wir auch was anderes mitnehmen können. Ist ja eine Frechheit. Jetzt haben wir hier unsere alte Waffe nochmal gefunden. Sag mal, das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist ja wohl... Naja. Ist ja auch egal. Es ist mir egal, ganz ruhig. Mein Crawler, kommt doch. Ist hier zu, oder was? Naja, so fast, ne? Oh, da kommt ein großer Bruder. Der auch nicht mehr drauf hat. Nichts zu holen. Und auch nicht mehr dabei hat. Hm. So, der patrouilliert. Schmetterschlag. Ja, war mit Absicht. Ohne Scheiß, Mann, wir hauen da einfach volle Kanüle drauf, weil da kriegen wir noch Erfahrung umsonst, sag ich mal. So wollen wir das auch nur machen. Jetzt komm her, du Eierkopf. Ach, ich hab gedacht, das ist eine Truhe, schade. Hätte ja sein können.